So Leute, ich bin's mal wieder, Flasphy, zurück bei The Evil Within. Und wie ihr vielleicht gelesen habt, hatte ich die letzten Tage nicht so die Motivation, hier irgendwie was aufzunehmen. Keine Ahnung, hatte einfach mal keine Lust. Und deswegen nehme ich gerade hier am Freitagabend auf, wo ich auch mal wieder Bock drauf habe, ein bisschen zu zocken. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bei The Evil Within stehen geblieben bin, weil das ist jetzt schon ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich denke, das werden wir schon herausfinden. Und ich schiebe gerade mal zu meinem Handy rüber, weil mir das irgendwas mitteilen will vom Facebook. Aber das ist mir jetzt egal. Und dort unten war ja irgendwas. Stimmt. Ich erinnere mich so ein bisschen schleierhaft. Aber was genau es ist, mal schauen. Woher hatte ich das Teil denn? Ich weiß es nicht mehr. Und sorry, wenn es hier etwas dunkel drin ist, beziehungsweise man die Cam ein bisschen unscharf erkennen kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt Freitagabend und ja, wir haben Herbst, die Sonne scheint nicht mehr so gut und das einzige Lichtlein, was hier gerade an ist, ist das Licht von meinem Monitor und halt so ein kleines Kameralicht. Mehr Licht gibt es momentan hier nicht in meinem Zimmer. Sorry. Und da hinten ist noch ein Schreibtischlicht. Doch. Warte. Dort hinten. Das seht ihr aber nicht. So, dann holen wir uns mal das Teil her. Ach, das ist eine Spritze. Ich dachte mir so, was ist das? Aber das ist nur eine Spritze. Eine Spritze ist was Feines, wenn wir krank sind. Und ich habe Angst, hier weiter zu gehen. Aber das macht doch gar nichts. Und das ist hier gar nicht so gefährlich. Das sieht gar nicht gefährlich aus. So, was ist das denn hier? Nix Gutes. Uiuiuiui. Okay. Da sollt ihr nicht runterlanden, wenn das runtergeht. Okay, merke ich mir. Okay. Aber ich schätze, ich weiß fast, wofür ich es brauche, aber erstmal. Oh shit, ich glaube, ich will den Safe gar nicht öffnen, aber ich muss scheinbar. Ich möchte nicht mehr. Was war das? Ihr habt es auch gehört, oder? Enttäuscht mich nicht, ihr habt das auch gehört. Es hat sich angehört, als ob hier. Oh! Entschuldigung. Entschuldigung. Oh nö. Na gut. Okay. Noch einmal. Noch einmal das ganze Spielchen, ja. Und dieses Mal wissen wir, dort ist eine Falle, ja. Okay, dann ist da halt eine Falle. Menno. Das muss man mir auch sagen. Das hat man auch nicht gesehen. Das war viel zu dunkel. Aber egal. So, können wir das hier mal überspringen, bitte? Nein, können wir nicht. Okay. Das weiß ich, dass es passt mit Sarkassianus. Kassianus. Ich habe einen Sprachfehler. Nein, ich habe natürlich keinen Sprachfehler. Und wehe, ihr macht euch über Leute lustig, die einen Sprachfehler haben. Zu mir wurde auch mal gesagt, ich muss ein bisschen. Aber das stimmt ja gar nicht. Nein, vielleicht krumme ich mir manchmal was in den Bart, aber. In dem Bad vor allen Dingen. In das kleine bisschen Bad hier und das hier aber. Was man dann vielleicht ein bisschen undeutlich verstehen kann, das mag natürlich sein, aber ich denke, das ist okay. Und wir wissen ja, jetzt wo wir alles bekommen können, dort ist was, dort ist was, und dann werden wir uns durch diesen Raum dort hinten gleich ganz vorsichtig durchschleichen, weil ich nicht weiß, wo genau die Falle denn sein mag. Man sieht's auch so scheiße. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Doch, ich sehe sie. Oh, es ist fies gemacht. Dort ist sie. Einmal bitte entschärfen, mein lieber Freund. Und Kupferstecher Castellanus, danke dir.
Ich habe dieses Crafting oder wie das heißt auch noch nicht gemacht, ne? Okay. Ich wusste gerade nicht, ob ich da runter möchte, darf, soll, kann. Oh, ich sehe das hier gerade ganz schlecht. Das müsst ihr mir glauben, dass ich das hier ganz schlecht nur erkennen kann. Ich sehe fast gar nichts eigentlich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Licht. Wäre das zu viel verlangt? Ja, wäre es. Scheinbar. Soll ich irgendwas? Ich könnte was probieren. Ah ja. Alles doch. What? Was? Woher soll ich das wissen? Try and Error Prinzip oder was? Ja, ist klar, come on. Das gibt es nicht. Es tut mir leid. Das kann ich ja nicht wissen. Woher soll ich denn. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir es machen müssen. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Aber woher sollte ich das bitte wissen? Mal ganz ehrlich. Das ist echt Try and Error. Also, nee. Ey, wenn das auf der anderen Seite auch gleich so ist, ne? Ich kotze dann. Wobei, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Falls es auf der anderen Seite genau so sein sollte, dann weiß ich, wie ich es mache. Beziehungsweise, ich mach's lieber direkt, wenn ich das eine Fragment da gefunden habe, weil ich keine Lust habe, den ganzen Scheiß dann nochmal zu machen. Dann gehe ich nämlich direkt speichern, weil dann ist das ja alles abgesaved und ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ja, das ist doch alles schon Quatschen hier. Das ist doch gemein. Ich verstehe auch nicht, woher man das wissen soll. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier Dingsbums eine Spritze mir mal einflößen. Woher soll man das denn auch wissen, dass da so eine Scheiße kommt, ne? Mal ganz ehrlich, wenn man das hier zum ersten Mal spielt, dann weiß man sowas nicht. Das hier ist ein Blind Let's Play, meine lieben Freunde. Das hier ist ein Blind Let's Play, okay? So, den Scheiß hören wir uns nicht nochmal an. Haben wir uns einmal zu viel ange. Oh shit, jetzt weiß ich auch, was hier so runtergeklappt ist das letzte Mal. Jetzt habe ich das kapiert. Aha. Höchst interessant, höchst interessant. So. Ah ja, halten. Halten war das ja. Ich habe so eine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Nämlich, wir sollen direkt von hier aus drauf schießen. Dann kommt da nämlich oben das da runter und wir können da drauf klettern, ne? Oder? So, das ist jetzt nicht auf mich gefallen. Das ist sehr positiv für mich. Aber ich habe so das Gefühl, es könnten noch mehr Dinge auf mich zukommen, wenn ich hier noch weiter drauf schieße. Oder einfach nicht. Oh shit. Das heißt, ich muss irgendwo raus. Und Zombies abschlachten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo muss ich denn raus? Da muss ich raus, wa? Halt mich durch. Ey, 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 Kumpel, Kumpel. Das sehe ich nicht ein. Haben wir uns da verstanden, dass ich das nicht einsehe? Gut, haben wir. Braver Junge. Braver Dude. Ein ganz braver Junge. Ich hab so ein bisschen Schiss, ne? Ich das auch einfach nicht so richtig erkennen kann, wenn hier irgendeine Scheiße kommen sollte. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Das ist was Positives. Aber müssen wir wenigstens nicht mehr von vorne anfangen, wenn hier jetzt nochmal irgendeine Scheiße passiert. Was ja durchaus vorkommen kann, wie ich mich kenne. So, was ist da drin? Ah ja, ein bisschen. Ein bisschen Grütze, ein bisschen Algengrütze, Gehirngrütze, lecker, lecker. Ah ja, ich sehe schon die Falle hier. So, die habe ich diesmal vorzeitig entdeckt, bevor sie mich erwischen konnte. Ich glaube es doch nicht zu, dass mich so eine scheiß Falle nochmal erwischen. Oh, what? Oh, oh. Okay. Ich hab's verstanden. Okay. Ist okay. Vollkommen okay. Du kleines Arschloch. So, Entschuldigung. Jetzt müssen wir natürlich das hier nochmal machen. Wir hören uns nochmal die Gehirngrütze aus dem Schacht dort drüben und wir halten noch mehr Gehirngrütze als eigentlich erwartet. Und was mich doch sehr erfreut, aber
Gut. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir nicht hinein dürfen. Wenn wir uns der Gehirn, wenn wir uns den Zombie-Männchen nähern. So, wo ist das? Dort ist das. So, bitte einmal sterben, mein Freund. Danke dir. Ich möchte dir auch nicht. Oh, shit. Kumpel, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich möchte gerne, dass du stirbst. Du hast keinen Kopf mehr, also hör auf zu leben. Danke. Danke dir, Bro. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt bedienen möchte. Oh shit! Oh shit! Komm, mach hinne, Castellanos, bitte mach hinne. Mein Freund, mach doch hinne. Ja, das habe ich natürlich kommen sehen. Come on, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ja. Ich hab euch schon. Oh shit. Ich werde sterben. Toll. Yay. Toll. Freut mich. Yay. Okay. Reicht dann auch mit dieser Motivation. Oh Mann. Das war. Ich weiß nicht, was das war, aber es war ein. Okay. Jetzt bitte noch einmal vernünftig. Bitte. Please. Please, Mr. Castellanos, please. Und warum kriege ich jetzt keine Gehirngrütze hiervon? Ich bin doch schäbisch. Schäbisch ist das. Das ist einfach nur schäbisch. Schäbischall. Okay. So, bitte noch einmal das Ganze. Ich danke dir vielmals. Jetzt machen wir nochmal das hier. Diesen hier machen wir jetzt nochmal. Holen wir den guten Mann mal von seinem Örtchen herunter. So, du bist gestorben. Das ist allerliebst von dir. Das ist nicht schlecht. Das nehmen wir. Das nehmen wir gerne. So, jetzt beeile ich mich mal ein bisschen mit Push the Button hier. Dann treffen mich die Gegner hoffentlich auch nicht. Ah, meine Güte. Wie soll ich denn ausweichen? Kann ich denn überhaupt rechtzeitig ausweichen? Nein, kann ich scheinbar nicht. So, wo ist der andere? Der ist immer noch nicht tot. Hör auf, mich anzugreifen, du Idiot. Arschloch. Warum sind denn hier so viele? Meine Güte. Das gibt's auch nicht. Ich krieg eine Krise. Da ist der Pfeil im Wild, aber das macht nichts. Sinn. Wir duschen hier echt nachher raus. Da muss ich nur dran denken. La 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 la. Wobei das meine Kämpfer. Im späteren Verlauf. Ja, das ist meine Kämpfer. Nee. Krieg jetzt nochmal Gehirngrütze, dann krieg ich nicht. Das ist aber schade. Das ist bei mir jetzt auch egal. So viele scheiß Zombies. Zombie, Zombie, Baby. Okay, Entschuldigung. Oh shit. Ich dachte das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er davon alleine runtercrasht. Aber gut. Dann halt. So. Stirbst du jetzt? Ja, du stirbst. Danke dir. Danke dir, mein freundlicher Typi. Kann ich das überhaupt schaffen in einem? Ja, dann hau doch ab. Hallo? Warum kommen da so viele? Ja, come on. Ich glaube, ich check die Viecher. Die verdoppeln sich, wa? Wenn man die nicht schnell genug besiegt. Oder? Keine Ahnung. Ah, die ver. Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's, glaube ich, kapiert, wie die sich vermehren. Okay. Ich hab's, glaube ich, kapiert. Gut, dann muss ich jetzt aufpassen.
Nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen da immer mehr, je öfter man auf die schießt, beziehungsweise es werden... Nein, bitte nicht! Oh nein! Also zum Kotzen. Noch einmal versuchen wir es jetzt. Wenn nicht, beende ich erstmal den Part und dann mache ich das im nächsten Part nochmal. Ist ja unglaublich. Meine Güte. Machen sie mir aber auch schwer. Die dummen Leute hier. Nein. Das ist auch eine. Ach, ah. Jetzt check ich das, wie das gemeint ist. Oh Gott. Ich dachte die ganze Zeit, ich gehe hier einen alternativen Weg. Aber der Weg ist sogar so dafür ausgelegt, dass ich mich davor schütze. Oh. Ich hab's verstanden. So, mein junger Freund. Vielleicht auch nicht ganz so jung. Aber du darfst jetzt sterben. Bist du schon tot? Ja, du bist schon tot. In der Tat. In der Tat bist du dit. Jetzt mache ich nämlich erstmal das hier. Ich mache das erstmal einmal auf. Und dann kann ich mich erstmal um euch Halunken hier kümmern. Wie viele von euch es auch sein mögen. Ich werde mich auf jeden Fall um euch pfleglichst kümmern. Ja, ja. Das ist kein Ding. Das ist nicht das Ding hier. Warum war hier doch eine Axt bin jetzt? Ich habe die Axt zu spät gefunden. Okay. Oh, warte mal. Können die... Die können das nicht bedienen, oder? Die Boys können das hoffentlich nicht bedienen. Und die sehen mich jetzt hoffentlich auch nicht. Ich glaube, die wissen gerade nicht, wo ich bin. Das heißt, ich könnte meine Gelegenheit, also meine Chance nutzen, die jetzt in eine Falle gelockt zu haben. Jetzt müsste das hier bloß schnell genug vonstatten gehen, aber das geht's nicht, ne? Doch geht's. Super. Und dich da hinten, mein Freund. Oder dich da oben. Dich möchte ich hier nicht mehr sehen und heilige Scheiße. Das ist mir aber egal. Ihr seid alle herzallerliebst. Und ich würde sagen, wir spritzen uns doch mal ganz kurz, da ich keine Lust habe, hier unbedingt zu sterben. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass da nochmal welche rauskommen, aber ich glaube, da kommt keine mehr raus, ne? Ne, da kommt keine mehr raus, okay. Dann war es so geplant. Tick, 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 tick. La, 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 la. Wie lange dauert die Scheiße denn, bis das endlich mal oben ist? Jetzt ist es oben. So, jetzt bloß nicht in irgendeine ganz blöde Falle laufen. Okay, die Hintertür ist wieder zu. Oh Gott, man sieht hier einfach nichts. Das ist mein großes Problem. Und da ist ein hässliches Etwas. Kommt hier noch einer? Nein? Sehe ich hier auch gerade nichts, ne? Das ist hier mal wieder herzallerliebst geregelt worden. Wo ist denn noch einer? Wo bist du, mein Freund? Da unten? Da unten bist du, ne? Munition alle? Ich höre dich doch. Auch wenn ich den nicht sehe, ich höre dich. Bist du jetzt mal tot? Danke. So hätte ich es natürlich auch regeln können, aber nein. So wollte ich es nicht regeln, scheinbar. Dann regle ich es so. Jetzt habe ich natürlich Schiss, dass auf meinem Rückweg Viecher kommen, ne? Ah. Okay, ich brauche keine Angst haben. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal speichern und dann setzen wir den Kram hier im nächsten Part ein. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Boah, war das ein Part. Dieses... Try-and-Error-Prinzip, ich hasse es, ne? Nein, mir geht es nicht gut. Bitte einmal speichern, danke dir. Dann hoffe ich natürlich, dass euch der Part gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssikowski, euer Flusstv, bye bye!